Hallo, heute ist ein riesig guter Tag für Bücher und ich habe hier wunderschöne Stapel vor mir liegen. Ja, wir waren mal wieder auf Kapernfahrt durch die Tauschregale der Gegend. Naja, wir machen es eigentlich regelmäßig, immer so als Bonbon für den Einkauf, den wir erledigt haben in den Supermärkten. Da hüpft unser Herz doch gleich höher, wenn es um Bücher geht. Hinter der Kamera sitzt Sina. Ja, hi meine Lieben. Es ist einfach so, ich kann nicht gut vorlesen. Das ist eine große Schwäche, die ich habe. Deswegen lohnt es sich nicht dafür, da vorne mitzusitzen, weil die meiste Zeit weiß ich dann nicht, wohin ich gucken soll. Also bin ich hinter der Kamera und lasse das jetzt auch alles auf mich wirken. Gut, so, aber bevor wir jetzt anfangen mit auf uns wirken lassen und so weiter, geht es jetzt erstmal um den rechtlichen Teil. Ihr kennt das Dilemma. Gut, vielleicht sollten wir das einfach mal aufnehmen und immer davor spulen. Egal. Hier oben steht irgendwo Dauerwerbesendung. Das muss so sein, weil ich euch gleich oder wir euch gleich eine ganze Menge Bücher zeigen. Und das könnte natürlich eure Kaufentscheidung in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Außerdem ist die Infobox prall gefüllt mit allen Titeln und ihr habt da ganz viele Links. Und die meisten dieser Links führen zu Amazon und dort sind wir im Partnerprogramm. Und wenn ihr darüber bestellt, bekommen wir Prozente. So, jetzt sind wir transparent. Fehlt aber noch etwas. Was fehlt denn nun? Wir lesen euch die Ach Klappentexte so, vor, oder ja, mal genau. liest sie euch vor. Und da sind die Rechte natürlich bei den Verlagen. Genau, Yay! die sauge ich mir hier jetzt nicht gerade aus dem Finger oder ich habe die hier nicht hinten beklebt. Ihr seht, das ist alles nur original. Also die Texte natürlich, das Copyright liegt bei den Verlagen. So, ja, Tauschregale. Für mich ein absoluter Magnet, zieht mich an wie den Winnie-Pooh den Honig oder keine Ahnung, der Magnet, das Eisen. Ich muss jedenfalls immer, wenn ich ein Tauschregal sehe, muss ich dahin und muss gucken, was da Schönes drin steht. Aber um das vorwegzunehmen, es ist nicht so, dass wir nur Bücher rausholen. Wir bringen auch ungefähr immer genau das Gleiche wieder hin, weil wir immer noch mal wieder drüber gucken. Wir gehen unseren Sub regelmäßig durch. Wer es nicht weiß, Sub ist der Stapel ungelesener Bücher. Bei uns ist es schon ein Rupp, also ein Regal voller Bücher. Und Seht es hält sich also so die Waage. das hier auch ein bisschen so als Durchlauferhitzer. Wir Genau. stellen euch jetzt diese Bücher vor, weil im Tauschregal findet man Bücher, die einfach nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und denen wollen wir hier eine Bühne bieten, damit ihr sie sehen könnt. Wir nehmen also erstmal alles mit, was interessant aussieht, auch für meine Tante, die Thriller mag und für ihre Nachbarin, die halt Inselromane liebt. Und dann sortieren wir nochmal aus. Also das, was wir hier euch jetzt zeigen, das behalten wir nicht alles. Da geht sicherlich Genau. ein bisschen was von weg. Manchmal kommt es uns sofort, manchmal muss es hier noch 2, 3 Tage liegen oder auch eine Woche oder 2 Wochen, bevor wir dann sagen, okay, davon trennen wir uns endgültig. Aber wir sind fair, wir verkaufen die Sachen auch nicht. Es geht einfach wieder in den Kreislauf rein. Genau, und was Sina gerade gesagt hat, das sind hier nicht nur unbekannte Schätzchen, hier sind auch richtige Knaller teilweise dabei. Also Bücher, wo wir schon lange gesagt haben, oh, wenn wir die mal in die Finger kriegen. Es ist halt Überraschung. Es ist der Reiz der Jagd, wenn ihr wisst, was ich meine. So, und wir fangen jetzt auch gleich sofort an mit dem ersten, und das ist die Liebesreise nach Cornwall. Das ist ein Sammelband, darin sind enthalten 3 Romane. Und ich lese euch jetzt die Klappentexte vor. So, der erste stammt von Angela Devine, Kuss der Rose. Auf nach Cornwall. Rose ist sehr gespannt auf das Haus, das sie hier geerbt hat. Kaum angekommen, begegnet sie in einem malerischen Fischerdorf den attraktiven Greg Trelawney, der ihr mit einem einzigen Kuss das Herz raubt. Dabei weiß Rose so gut wie nichts von diesem geheimnisvollen Mann, der sie an einen verwegenen Piraten erinnert. So, der zweite ist Charlotte Lamb, das Cottage am Moor. Mitten in der Nacht klopft es an der Tür. Juliet ist verblüfft, als ausgerechnet Simeon Gerard vor ihr steht, der Mann, mit dem sie zumindest auf dem Papier noch verheiratet ist. Wie hat er davon erfahren, dass sie in dem einsamen, idyllisch gelegenen Cottage am Moor Urlaub macht? Und warum sucht er sie hier auf? Will er endlich anfangen, um sie zu kämpfen? Und der dritte Roman? Alison Fraser, Felsen der Liebe.
Der Blick aufs Meer ist atemberaubend und Meg müsste überglücklich sein. Plötzlich gehört ihr die Hälfte von Huron's View, ein hoch auf den Klippen gelegenes majestätisches Anwesen. Doch der andere Besitzer ist Guy Delacroix. Vor Jahren hat sie eine einzige leidenschaftliche Nacht mit ihm verbracht und Meg erkennt erst jetzt, dass sie nie aufgehört hat, ihn zu lieben. Ja, ganz viel Liebe, ganz viel Herzblut in diesem Buch und wahrscheinlich ganz viel Cornwall. Ich finde, die ersten beiden Geschichten hören sich richtig gut an. Und das zweite? Ja, die ersten beiden. Die dritte finde ich so, okay, oft gehört sowas in der Richtung, aber die ersten beiden, vor allen Dingen im Moor oder am Moor. Am Moor? Was ist denn so romantisch am Moor? Ich weiß nicht, das ist ungewöhnlich. Da denke ich immer gleich an dieses alte Lied, die alte Moorhexe hext. Ich nicht. Ich denke beim Moor an Torfstechen und ich denke beim Moor eventuell auch an kleine Seen, die da drin liegen, auf denen man sogar Bötchen fahren kann. Mhm. So, dann haben wir hier Helena, Marten und vor allen Dingen Moorleichen. Ich habe leider noch keine gesehen. Ich wollte immer mal nach Bremen in die Bleikammern. Ja. Ich wollte unbedingt meine Moorleiche sehen. Ja, ich würde gerne. Das ist echt der Wunsch des Jahrhunderts. Ja, es ist nicht der Wunsch des Jahrhunderts, es ist eines der Wünsche für dieses Jahrhundert. Naja, für dieses Jahrhundert, das schaffe ich nicht mehr. So, Helena Marten, die Kaffeemeisterin. Aber kommen wir nochmal darauf zurück. Wart ihr schon mal in Bremen in den Bleikammern und habt ihr die mal gesehen? Also mich würde das jedenfalls interessieren. Was ist denn so besonders an den Moorleichen? Die zersetzen sich ja nicht so. Das ist echt nicht wahr, dass das dein Wunsch ist. Doch, wieso? Interessiert sich sowas nicht? Nein, auf keinen Fall. Ich hätte mir, ja, wir haben es ja auch in Pompeji ja auch geguckt, ne? Ja, finde ich auch furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. So, also, jetzt kommen wir zu Helena Marten, die Kaffeemeisterin. Leute, ich wünsche mir etwas. Ich möchte eine Moorleiche mehr sehen. Wer kommt auf solche Wünsche? Ich. Und andere Leute auch, sonst würden sie sich das nicht angucken. Echt, meine Mutter, das unbekannte Wesen. Ich möchte Moorleichen sehen. Ja. So, eine couragierte Frau, eine kunstvolle Tradition, eine verbotene Liebe. Frankfurt 1729. Nach dem Tod ihres Mannes gelingt es Johanna mit Mut, Einfallsreichtum und der Hilfe des jüdischen Musikers Gabriel, das Kaffeehaus der Familie zum Besten der Stadt zu machen, bis eine üble Intrige sie aus Frankfurt vertreibt. Über Venedig fliegt sie nach Konstantinopel, wo sie zur Kaffeemeisterin des Sultans aufsteigt. Doch nie kann Johanna die Heimat vergessen und auch nicht ihre geheime Liebe zu Gabriel. Hört sich doch nicht schlecht an, finde ich. Ich mag auch das Cover. So, und dann haben wir hier A.L. Stein Gänsehaut, das Sumpfmonster. Und das ist natürlich immer ganz besonders erfreulich, wenn wir in Gänsehaut oder Fear Street im Tauschregal entdecken können. Und der sieht richtig gut hier noch aus. Wir müssen nur mal wieder ein paar Teile lesen. Das stimmt. Wir haben nämlich Sammlungen aufgekauft und jetzt müssten wir sie auch irgendwann mal lesen. Wir sammeln und sammeln und sammeln. Das ist unsere Leidenschaft. Es ist halt so schön, solche Dinge zu sammeln. Ich glaube, es ist Teil 58 oder so. Ja, stimmt. Das heißt, man kann sammeln, 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 sammeln. Und es sieht dann gut im Regal aus. Nur man sollte sie auch lesen, 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 lesen. Was ich immer ganz besonders süß finde, hier ist mal wieder das Preisschild überklebt worden mit so einem kleinen Sticker. Seht ihr das? Also war das ein Geschenk, denke ich mal. So, worum geht's denn hier? Da ihre Eltern geschäftlich unterwegs sind, müssen Lisa und Clark einige Tage bei ihren Großeltern verbringen. Gern tun sie das nicht, denn sie fürchten sich vor dem großen, unheimlichen Haus tief im Sumpf, das die Großeltern bewohnen. Schon bald werden die bösen Vorahnungen der Geschwister bestätigt, denn immer wieder erfüllt ein furchterregendes Heulen die Nacht. Und das scheint nicht von draußen zu kommen. Spooky. So, naja, da weiß ich jetzt ganz ehrlich noch nicht. Das ist so ein Kippelkandidat. Das Cover ist einfach bonfortzinös, also richtig, richtig schön. Aber, ja. Wird sie es auch lesen? Wird sie es auch lesen? Von Michael Römling, Signum, Die verratenen Adler. Und schaut euch das an. Hast du überhaupt mal geguckt, ob es Teil 1 der Reihe ist? Nein. Sieht so aus wie eine Reihe. Also ihr habt hier Goldprägung und
Ja, ich finde, es ist richtig, richtig schön. So auch von hinten. Schaut euch das an. Ein echtes Schmuckstück. Aber es hilft ja nichts. Gut, so. Die gespenstische Stille wurde jäh von einem heiseren Schrei durchbrochen. Von einem Augenblick auf den anderen erhob sich im Halbdunkel des Waldes ein ohrenbetäubendes Gebrüll wie ein Orkan, begleitet vom Dröhnen der rhythmisch gegen die Schilde schlagenden Waffen. Das Trampeln von tausenden von Füßen ließ die Erde erbeben. Wie aus dem Nichts tauchten wilde Gestalten zwischen den Bäumen auf. Sie haben uns, dachte Caius, aber auf keinen Fall durfte das größte Geheimnis des Imperiums in ihre Hände geraten. Irgendwie, finde ich, hört sich das nicht schlecht an. So, ihr habt hier vorne auch noch so eine alte Landkarte drin. Also ohne, das ist ziemlich schlicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Also früher habe ich sowas gerne gelesen, sowas wie Kampf um Rom. Kampf um Rom oder ach, keine Ahnung, was ich da alles gelesen habe. Ich weiß es noch nicht. Also, mal schauen. So, dann kommen wir zu Victoria Laurie, Abby Cooper, Detektivin mit siebten Sinn. Ich bin mir nicht sicher. Ganz, ganz früher, Anfangszeit YouTube. Vielleicht sogar noch früher. Ob das nicht ein... Also ungefähr zu Beginn der Zeitrechnung? Nein, aber irgendwie, keine Ahnung, hatten wir die... Ich glaube zu meinen, dass wir es mal als Rizzi-Exemplar hatten. Ich weiß es aber nicht. Kann auch Teil 2 gewesen sein oder... Gar nicht. Es gab ja damals mehrere. Auch die Bücher waren ja ähnlich so aufgemacht. Ja, ich kann mich echt nicht erinnern, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. So, gucken wir doch mal. So, ein Medium auf Mörderjagd. Abby Cooper besitzt eine besondere Gabe. Sie kann mit der Welt der Geister kommunizieren. Als eine ihrer Klientinnen ermordet wird, stürzt sie sich Hals über Kopf in die Ermittlungen. Dabei läuft sie immer wieder dem attraktiven Detective Dutch Rivers über den Weg. Der Cop hält Abby zunächst für eine Betrügerin. Doch als der Mörder die Jagd auf sie eröffnet, setzt er alles daran, sie zu beschützen. Ja, gut, ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht so absolut Chiclet-mäßig ist. Ja, keine Ahnung, also... Wäre es jetzt wirklich so eine Detektive mit siebten Sinn und mit Geistern und so weiter, wäre ich hoch erfreut. Aber ich fürchte, dank der Aufmachung, dass es schon so ein bisschen ins Chiclet abgeht. Von der aber ich werde es erstmal probieren. Von der habe ich gelesen, die Geisterjägerin-Reihe. Und zwar MJ Holiday, Rendezvous Mitternacht. Oder keine so. Ahnung. Jedenfalls, die habe ich gelesen. Ich fand die ja nicht so, oder das eine fand ich nicht so toll. Aber Abby Cooper hatten wir auch zu Hause rumliegen. Und ich glaube, es war Teil 2, den du damals als Rätsel-Exemplar bekommen ich hast. Weiß, aber das ist so lange her, Leute. Ich habe null Ahnung. Ich glaube aber, es war Teil 2. Und, ja. Also dieses Cover kommt mir so nicht bekannt vor. Die Aufmachung schon, aber nicht wirklich jetzt dieses Cover. Ja. Nichts Genaues weiß ich nicht. So, dann ein Buch, das sehr bekannt ist, ist auch noch so ein hübscher Sticker drauf, Spiegel Online Bestseller von Dörte Hansen, Altes Land. Ich weiß, dass dieses Buch eine Zeit lang rumging, naja, Bestseller halt. Ich habe es noch nicht gelesen, Sina hat es noch nicht gelesen. Ich lese euch jetzt erstmal vor, worum es geht. Zwei Frauen, ein altes Haus und eine Art von Familie. Seit mehr als 60 Jahren lebt Vera Eckhoff im alten Land, ein Flüchtlingskind aus Ostpreußen, das niemals richtig angekommen ist. Ihr Leben lang hat sie sich fremd gefühlt im Dorf, bis eines Tages wieder zwei Flüchtlinge vor der Tür stehen. Veras Nichte Anne mit ihrem kleinen Sohn Leon. Anne ist aus dem nahen Hamburg-Ottensen geflohen, wo ehrgeizige Vollwerteltern ihre Kinder wie Preispokale durch die Straßen tragen und wo ihr Mann eine andere liebt. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass da sehr viel Drama drin steckt. Also wenn ihr das gelesen habt, dann sagt mir doch bitte, ist das jetzt sehr dramalastig? Hat das wieder viel mit Krankheit, Tod und Pest zu tun? Oder ist das einfach jetzt nur ein schöner Familienroman? Also wie gesagt, um Drama mache ich momentan ganz gerne einen dicken Bogen. Also ich muss sagen, dass ich schon aus einem Grund nicht dran gehe und das ist das Wort Ostpreußen, weil einfach meine Familie väterlicherseits daherkommt, beziehungsweise mein Großvater, und ich nicht an ihn erinnert werden will. Und das ist halt wirklich etwas, das mich abschreckt. Also mit dem Wort Ostpreußen kann man mich echt abschrecken dadurch, weil das einfach zur Kindheit gehört hat und mich an einen sehr unangenehmen Punkt in meinem Leben immer wieder erinnert.
Aber ansonsten, gut, okay, ihr wisst, dass ich an sowas nicht rangehe. Und ich mag den Star hier vorne drauf. Ich finde den sehr hübsch. Es war immer so ein Highlight in der Zeit, wo wir halt noch auf dem Dorf gelebt haben, dass dann so 2-3 Mal im Jahr kam so eine ganze Herde, natürlich keine Herde, ihr wisst schon. Ein Schwarm von Staren bei uns in den Garten. Und ich finde, die sind einfach wunderschön mit ihrem glänzenden Gefieder. So, also wenn ihr was wisst über das alte Land, lasst es mich bitte wissen. Ja, nicht nur uns. Du schreibst es in die Kommentare, natürlich, damit auch andere Zuschauer halt sehen, was ihr dazu zu sagen habt. Also wenn ihr eins der Bücher kennt, lasst es wissen. Genau, das wäre super, super hilfreich. So, die Bücherei Am Ende der Welt von Felicity H. McCoy. So, Hannas Traum, ein eigenes Cottage auf den Klippen. Hannas Realität, das Gästezimmer ihrer Mutter. Das ist ähnlich wie bei mir. Mein Traum ist kein Schloss, ein Landhaus. Das wäre das Richtige. Realität, es ist kein Landhaus. So, seit sie nach ihrer Scheidung ins heimatliche Irland zurückgekommen ist, läuft es mehr schlecht als recht für Hannah. Sie leitet die örtliche Leihbücherei und fährt jede Woche mit dem Bücherbus über die Dörfer. Und als Zurückgekehrte wird sie mit leichtem Argwohn betrachtet. Dann findet Hannah ihr Cottage tatsächlich. Leider ist es aber extrem baufällig, umgeben von Gestrüpp und Schutt. Jetzt bräuchte sie dringend Hilfe, aber dafür muss sie über ihren Schatten springen. Ich finde, das hört sich sehr schön an. Und das stand sogar tatsächlich auf unserer Wunschliste. Ja. Und deswegen sind wir jetzt sehr froh, das zu haben. Aber ich denke, es geht auf Mars-Sub und nicht auf Main. Aber ich finde, das sieht schon so frühlingsmäßig aus. Im Moment bin ich ein bisschen, ja, in, ich will nicht sagen weihnachtlicher Stimmung, aber so ein bisschen winterlich, herbstlich noch eher. Ich bin ja nicht so der Winterfreund. Mir ist das alles ein bisschen zu kalt und die Tage zu kurz. Ich habe übrigens gerade geguckt, Signum müsste ein Einzelband sein. Sehr schön. Ich höre sowas gerne. Also es stand zumindest jetzt bei Lovely Books nichts von wegen Reihe. Also ich finde es so schön, ich gucke auf alle Fälle rein. Ja, ich komme nicht auf den Titel. Egal. So, dann habe ich hier von Wolfgang Hohlbein die Chronik der Unsterblichen am Abgrund. Ich weiß nicht, ob das eine ganze Reihe ist. Das oder ist eine Reihe, das ist eine ewig lange Reihe, wenn ich mich recht erinnere. Das befürchte ich auch. Ist hier was Besonderes? Nein, gibt es nicht. Gut, dann schauen wir doch mal, worum es eigentlich geht. Osteuropa im 15. Jahrhundert. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel wird ein kleines Dorf im fernen Transsilvanien von den grausamen Vollstreckern der Inquisition in Schutt und Asche gelegt. Die Überlebenden werden verschleppt, nur der junge Frederik entkommt dem brutalen Überfall. Als Frederik herausfindet, dass die heimtückische Tat einzig und allein dem Schwertkämpfer André galt, ist es schon fast zu spät. Aber André spürt den jungen Mann auf und nimmt ihn mit auf eine abenteuerliche und unglaublich gefährliche Reise quer durch Transsilvanien. Doch schon bald hegt Frederik einen furchtbaren Verdacht. André, der Mann, der fast unbeschadet durchs Feuer gehen kann und die schwersten Verletzungen mühelos übersteht, muss mit dem Teufel im Bunde sein. Dass André zu den letzten Unsterblichen gehört, die für ihr ewiges Leben einen hohen Preis bezahlen, ahnt er nicht. Habt ihr die Reihe schon gelesen? Wie heißt der Teil? Am Abgrund. Ja gut, das ist Teil 1. Und ich hätte dir tatsächlich sogar sagen können, wie lange die Reihe geht. Es sind 16 Teile. Ho, 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 ho. Und da stehe ich hier wirklich blutig am Anfang. Also, und das ist 1999. Und ich weiß, dass ich es mir damals aus der Bücherei ausgeliehen habe, aber nicht gelesen. Ah ja. Warum denn nicht, Sena? Ja, zum Beispiel, weil ich glaube, dass das nie mein Genre ist und ich immer wieder es versucht habe mit diesem Genre. Also, falls ihr das kennt, sagt mir bitte, ob sich das lohnt. Obwohl, 16 Teile, das schreckt mich im Moment echt ab. Ich weiß nicht, es sind so viele Reihen bei mir auf dem Sub und Reihen, die ich angefangen habe und dann komme ich wieder nicht dazu und das ist ein bisschen schwierig im Moment. Also am liebsten höre ich im Moment wirklich Einzelband. Natürlich, wenn ich den dann gelesen habe und der war super gut, dann denke ich wahrscheinlich, oh, man hätte das nicht eine Reihe sein können. Aber im Moment versuche ich die wirklich ein bisschen abzubauen. Gelingt mir natürlich nicht. So, dann haben wir hier ein Historical Lords and Ladies von Elizabeth Rolls, die geerbte Braut. Und schaut euch mal das Cover an. Ich finde, das ist großartig. Ich finde, das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Willst du gucken, ob es scharf ist? Nein, ich wollte mal gucken, wie die ISO steht. So, gut, dann schauen wir mal.
Die geerbte Braut. Mare. Nee, Quatsch, nicht Mare, nicht mehr. Oh Mann, warum mussten sie denn diese Dinger dahinter machen? Mark, im Fieber ruft die junge Marguerite nach dem Mann, den sie im Arm hält. Zärtlich wie niemand mehr, seit sie nach dem Tod ihrer Eltern zu ihrem hartherzigen Onkel nach Fenby Hall kam. Wieder gesundet erfährt sie, wer sie so aufopfern pflegte. Marcus Langley, Earl of Rutherford. Er hat das Gut geerbt und ist entsetzt über diesen Zustand. Deshalb beschwört er Marguerite, ihn nach London zu begleiten. Doch sie ist längst heimlich in Marcus verliebt und will alles, bloß kein Mitleid. Aber dann sagt man ihr eine unmoralische Beziehung mit ihm nach und Marcus bittet Marguerite um ihre Hand. Nur um ihren Ruf zu retten. Oder fühlt er so wie sie? Ja, und ich muss sagen, das habe ich nicht aus dem Tauschregal, das habe ich mir bei eBay ersteigert. Ja, und dazu kommen jetzt noch zwei weitere, die hat sie sich nämlich gleich mit ersteigert, wenn schon, denn schon. Und zwar Rebecca, schön und ungezähmt, Anne Ashley. So, hat es geschrieben natürlich, Anne Ashley. Oh mein Gott, ich bin heute nicht gut, glaube ich. So. Hier ist immer so ein kleines Muster, das war mir eben das Verderben. So, Rebecca ist empört. Ausgerechnet Charles, Earl of Rain, dieser hinreißend attraktive Mann, für den sie schon als junges Mädchen schwärmte, soll ihr Vormund sein. Voller Entrüstung erinnert sie sich an ihre letzte Begegnung, bei der er sie hart zur Rechenschaft zog, weil sie seinen wilden Hengst geritten hatte. Und als sie Charles jetzt erstmals seit Jahren wieder gegenübersteht, pocht ihr Herz zum Zerspringen. Ist es die Wut heute so frisch wie damals oder ein ganz anderes, neues Gefühl? Als drei Anschläge auf Charles Leben verübt werden, ist Rebecca außer sich vor Sorge und plötzlich spürt sie, dass sie ihn längst heimlich liebt. Keine Anmerkung? Nein. Nein. Ich freue mich auf diese Romane. Außerdem sind die eine bessere, obwohl es Heftromane ja eigentlich also sind. Also die sind wirklich wie richtige Taschenbücher. Ja. So, dann haben wir hier noch den dritten, denn drei müssen es sein. Mary Nichols, Küss mich wie damals. Und ich muss sagen, die Cover sind einfach göttlich. Damals war noch die Historical Goldfest da gebunden. Das fällt ja mir jetzt erst ein, auf. Aber jetzt ganz ehrlich, sind die nicht toll, die Cover? Ich mag ja keine Fotos und auf den neuen Büchern oder Heften sind ja Fotos drauf. Ich finde, damit haben die ganz viel Charme eingebüßt. Ich finde die wirklich, wirklich schöner. Vor allen Dingen, schaut euch doch mal, wie hingebungsvoll dieser Mann an der Schulter dieser Dame ruht. So. Findest du nicht, dass er aussieht, als wenn er sie da runterheben will? Wenn er da noch was unterm Arm hat, ein Riesenbuch? Das habe ich noch gar nicht. Ich habe jetzt die ganze Zeit vielleicht gedacht. Vielleicht wieder so runterziehen, das könnte er vielleicht. Aber ich finde, er sieht so gestrandet jetzt bei ihr aus. Ich habe wirklich gedacht, er möchte sie da runterheben. Aber ich habe mir das Bild jetzt so genau auch noch nicht... Ja. Ne? Wunschdenken oder was? So, was ist süßer als die erste Liebe? Lächelnd denkt die schöne Frances, Countess of Corringham, zuweilen an ihren Jugendschwarm Marcus zurück. Die haben aber eine Vorliebe für Marcus, ne? Nur nach nostalgische Erinnerungen, bis sich ihre Wege in London erneut kreuzen. Marcus, inzwischen Duke of Loscombe, gibt Frances zärtlich zu verstehen, dass er sie genauso bezaubernd findet wie damals. Und sein erster Kuss lässt Frances glauben, die Zeit der Liebe ist für sie beide nicht vorbei. Sie fängt gerade erst an. Doch ihre Romanze wird von einer geheimen Mission überschattet, von deren glücklichem Ausgang viel für Marcus abhängt. Ich finde, er sieht so richtig gestrandet aus. So eigentlich so Frauen, die sich so total an die Schulter ihres Liebsten schmiegen. Naja, hier ist es eben mal anders. So, dann haben wir Nora Roberts' Summer Dreams. Na, zu Nora Roberts brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ihr kennt sie bestimmt, wenn nicht. Ich finde, das sieht mega aus. Ja, ich finde, es sieht auch richtig, richtig gut aus. Und in dem Buch sind zwei Romane vereint. Einmal Sommersonne und dein Lächeln. Mit ihrem Kollegen Sydney reist die Fotografin Blanche einen Sommer lang durch die USA. Von Anfang an machen beide klar, dass dieser Auftrag nichts mit Gefühlen zu tun hat. Denn beide sind geschieden und nicht an einer neuen Beziehung interessiert. Und trotzdem ist da diese magische Anziehungskraft, ist eine neue Liebe denkbar, die Schatten der Vergangenheit verblassen lässt. Und der zweite ist ein Meer von Leidenschaft. Einst hat Kate für ihre Karriere Dominique Silver verlassen. Jetzt kehrt sie auf die Insel Ocracoke zurück. Sie will das Vorhaben ihres Vaters umsetzen, der seit Jahren jeden Sommer nach dem versunkenen Schiff Liberty gesucht hat. Und dafür braucht sie Dominiques Hilfe.
Zwischen Wind, Wellen und leidenschaftlichen Nächten an Bord verliert sie zum zweiten Mal ihr Herz an ihm. Das hört sich total an wie das, was ich jetzt dieses Jahr gelesen habe, Freibeuter der Liebe. Welches, das erste oder das zweite? Nee, das zweite, weil da, gut, da wurde dann nach einem Schiffswrack gesucht und der Vater hatte die Karte vererbt, aber sie waren dann halt auch auf so einem Segelboot zusammen und da war auch ganz viel mehr drin. Habe ich ja eine Einzelvorstellung gemacht, also wenn ihr Freibeuter der Liebe Glimmerfeen eingebt, dann findet ihr das. Ja, ich finde es... Ja, ich finde, das sieht jedenfalls sehr gut aus und ich kann euch... Und ich finde, das sieht auf meinem Sub bedeutend besser aus als auf deinem. Das kann nicht sein. Doch, wir können es uns teilen. Ich will das erste lesen. Warum? Weil es um die USA geht und da durch die Reise durch die USA und Fotografin und so weiter. Ja, meinetwegen nimmst dir. Ja, ich brauche nur den ersten. Der zweite interessiert mich dann nicht so ganz. Dann haben wir hier Terry Brooks, das Schwert von Shannara. Und ich muss sagen, als Repräsentant steht das jetzt hier. Wir haben, was schätzt du, wie viele Bücher von Terry Brooks den einen Tag da aus dem Tauschregal geholt? Tamanda, noch mal ein 13. Ja, also irgendjemand hat sich da von seiner Sammlung getrennt. Ich weiß noch nicht wirklich. Keine Ahnung, ob ich da überhaupt durchsteige. Das ist irgendwie ein bisschen sehr verworren. So der erste Eindruck von diesen Reihen, wie die sich zusammensetzen. Es ist hier eine Trilogie und da eine Trilogie. Und das ist dann wieder irgendwie eine Auskopplung davon. Mal gucken. Na gut, erinnert an Pratchett in dem Moment, ne? Da hast du ja auch die ganzen verschiedenen Zyklen über eine Welt. Und da ist die Welt halt Shannara. Ja, und ich finde... Na ja, gut, die beiden Gestalten hier vorne sehen nicht sehr... Aber das ist jetzt wirklich etwas, was du vielleicht auch recht zügig lesen solltest, weil wir jetzt ja so viele Bücher davon auf dem Sub haben. Okay, gucken wir doch mal, worum geht's denn? Shannara, die Fantasy-Saga voll mystischer Wunder und heroischer Abenteuer. Der junge Shea, letzter Spross des sagenhaften Königs von Shannara, ist der Einzige, der sich gegen die Gefahr aus dem Nordland stellen kann. Denn der Lord der Zauberer droht in die friedlichen Länder der Menschen, Elfen und Zwerge einzufallen. Doch um seine Aufgabe erfüllen zu können, braucht Shea das sagenhafte... Schwert von Shannara, das in der Druidenburg Paranor liegt. So macht er sich langsam mit seinem Stiefbruder Flick auf eine lange und äußerst gefährliche Reise. Ich finde, das hört sich gut an. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und es ist sehr, sehr klein geschrieben, wenn ihr das hier seht. Also nichts im Vergleich mit der... Naja, das geht auch noch. Wie sieht es hier aus? Ist ja auch egal, es ist wirklich klein geschrieben. So. Mal gucken, kennt ihr Shannara? Könnt ihr mir da irgendwas zu sagen? Könnte das was für mich sein? Oder ist das auch so eine Reihe, wo die Elfen die Trolle tothauen und andersrum und Zwerge und Gnome noch dazu? Ich lese ja nicht unbedingt gerne High Fantasy. Ich muss es wie bei Pratchett, es muss schon irgendwie oder noch Xenz. Sein. Oder Xenz noch irgendwo... Märchenhaft sein. Märchenhaft sein und menschlich. Naja, gut. So, was haben wir hier noch? Von Jean Marzollo und Walter Wick oder Walter Wick. Ich sehe was. Geheimnisvolle Winterzeit. So, und das kam doch gerade recht. Ich finde, solche Spiele habe ich nämlich immer mit Sina früher gerne gespielt. Und da gab es noch nicht wirklich diese Wimmelbücher und so etwas. Da haben wir, ach, keine Ahnung. Du hast immer so Bücher mit so einem kleinen Raben gekriegt, ne? Hä? Ja, die habe ich dir immer... Ich kann mich null erinnern. So. Hier haben wir, da sind eben Aufgaben, ich sehe drei Hühner, zwei Elefanten, einen Hammer, einen Küken, Musikanten und so weiter und da muss man die halt finden. Aber es war eins meiner Lieblingsspiele, ich sehe was du nicht siehst. Ich hab's, mach das mit der Gewürzgurke. Mach das, gib mir das mit der Gewürzgurke. Wo haben wir die Gewürzgurke? Es war aber weiter vorne. Bist du sicher? Ja, denke. Ja, also, Aufgabe an euch. Wo ist die Gewürzgurke? Denn ihr wisst ja, es ist Tradition in Deutschland, dass jeder eine Essiggurke am Baum hat. Und tatsächlich gab es das mal. Irgendwann war das 1906, 1909. Gab es das zumindest, gab es hier in Deutschland tatsächlich Essiggurken für den Baum? Ich lasse euch noch mal ein bisschen suchen. Aber kein... Ich glaube nicht mal, dass das Tradition war hier.
Ich weiß es nicht, ich habe mir den Artikel nicht ganz durchgelesen. Es war vielleicht der Renner der Saison in dem Jahr. Ja, ich habe es mir jedenfalls nicht ganz durchgelesen, aber in Amerika sind sie felsenfest davon überzeugt, dass jeder Deutsche an seinem Weihnachtsbaum eine Essiggurke hat. Also ich schwöre euch an, sehe ich irgendwo eine Essiggurke, die man sich an den Weihnachtsbaum hängen kann. Also keine echte, so eine, die man nicht essen kann. Dann haben wir auch hier ran. Aber bis jetzt ist mir noch keine Essiggurke so am Weg gelaufen. Ich finde die Idee einfach großartig. Vor allen Dingen, ich kenne niemanden, der sich eine Essiggurke am Weihnachtsbaum macht. Wir haben jetzt wirklich bei uns alle Bekannten gefragt, habt ihr schon mal eine Essiggurke an eurem Weihnachtsbaum gehängt oder kennt ihr jemanden, der das gemacht hat, außer er ist Amerikaner? Nein. Nö. So, und jetzt zeige ich euch etwas und das ist der Beweis dafür, dass man auch richtige Schätze, bekannte Schätze daraus ziehen kann. Und zwar in einem Top-Zustand. Nummer 1. Erraten. Ich weiß jetzt nicht, welches der zweite Teil ist. Ich glaube rot. Gut, dann haben wir hier rot. Und wir haben Teil 3. Und sie sind top in Ordnung, in einer super Qualität. Sie sehen mega toll aus, da ist nichts eingerissen, nichts beschädigt oder sonst irgendwas. Sie sind tipptopp, super in Ordnung. Ich habe ja Eragon damals mir geholt, kam über Jahre nicht damit klar, habe es dann, glaube ich, als englisches Hörbuch gehört, Fragezeichen, und fand es dann gut, habe dann den Film gesehen und habe mich riesig aufgeregt und habe gedacht, wäre ich der Autor, ich hätte nur noch geheult, was sie aus dem Buch gemacht haben. Und ja, es hat ein bisschen gebraucht, mich mit Eragon damals anzufreunden. Ich werde es jetzt nicht nochmal lesen, aber Marti, ja, die Fantasy-Tante im Laden. Und sie sollte vielleicht mal Eragon lesen. Was meint ihr? Sollte man Eragon gelesen haben? Okay, worum geht's? Ein Junge, ein Drache, eine Welt voller Abenteuer. Als Eragon auf der Jagd einen blauen Stein findet, ahnt er nicht, dass dieser Fund sein Leben verändern wird. Er freut sich, denn vielleicht kann er ihn gegen Essen für seine Familie eintauschen. Doch dann entschlüpft dem Stein ein Drachenjunges und beschert Eragon ein Vermächtnis, das älter ist als die Welt selbst. Er gerät in ein Reich voller Schicksal, Magie und Macht, bevölkert von Elfen, Zwergen und Monstern und regiert von einem Herrscher, dessen Grausamkeit keine Grenzen kennt. Mit nichts als einem Schwert bewaffnet, stellt sich Eragon dem Kampf gegen das Böse. An seiner Seite seine treue Gefährtin, der blaue Drache Saphira. Wird Eragon das Erbe der legendären Drachenreiter antreten? Das Schicksal des Volkes liegt in seiner Hand. Also bei der Promotion des Buches, weil viele von euch das ja noch nicht ganz so lange die Bücherszene verfolgen, war das große Highlight nicht das Buch an sich, sondern die Geschichte vom Autor, dass es erstmal Selbstverlag war, er war jugendlich, seine Eltern haben dafür gesorgt, dass er mal die ein oder andere Lesung hatte. Dann ist wohl, glaube ich, wenn ich das richtig hinkriege, ein Lektor oder ein Buchscout, was auch immer, in Urlaub gefahren an den Ort, wo die Eltern sein Buch in einer kleinen Buchhandlung untergebracht haben. Er hat es gekauft und danach hat er halt die Rechte für das Buch gekauft. Und so begann die Erfolgsstory von Eragon, wenn ich das jetzt noch so richtig auf den Schirm kriege. Aber das war damals die große Marketingstrategie, war weniger das Buch als die Geschichte, wie dieses Buch zum großen Bestseller wurde. So, meine Frage an euch, bevor ich mich daran mache, kommen Drachen zu Schaden? Ich erinnere mich nicht mehr. Also das ist ja auch die Sache, warum ich um Game of Thrones einen großen Bogen mache, weil ich dieses Gemetzel von Drachen und Wölfen und so weiter einfach nicht mag. Weiß ich noch nicht. Also wenn ihr mir sagt, die Drachen kommen da unversehrt raus oder es ist wenigstens nicht so, dass man viel davon mitbekommt, könnte ich mich da vielleicht mal ranwagen. Aber ich habe auch keine Lust, den ersten Band zu lesen und dann wird es übel. Okay. Also, was haltet ihr davon? Sagt es mir bitte. So, dann würde ich sagen, haben wir eine ganze Menge zusammengetragen. Ich freue mich über jeden Kommentar und die anderen, die mitlesen, garantiert auch. Wenn ihr was kennt, wenn ihr davon irgendwas empfehlen könnt oder wenn ihr sagt, hat mir gar nicht gefallen aus diesem oder jenem Grund, dann lasst es uns bitte wissen. Wir freuen uns jedenfalls auf eure Kommentare. Macht es gut, habt eine schöne Zeit und guckt doch mal, ob ihr nicht auch ein Tauschregal in der Nähe habt. Bis dann!